Hi Leute, herzlich willkommen zu einer Folge 17 auf der Gamste mit dem Fliegei. Hi. Hallo. Der Zeit gefunden. Wir gehen jetzt erstmal schön in die Silageballen laden. Ich weiß, man spießt sie normal nicht auf, aber. Ja. Sorry. Muss das nicht sein. Das mit so einer anderen Gabel da zu machen. Ich hab den 5-15 hier jetzt gerade. Der quält mal schöne 5-15. Na, ich quäl den nicht. Der hat mit dem Ballenwickler hier, Der muss ja nichts arbeiten. Wenn ich ihn quälen würde, dann würde ich ihn irgendwo, was weiß ich, mit einem Butterfly Berg hochjagen. Ist ungewohnt, ey. Ich bewege die ganze Zeit meinen Kopf, aber ich habe ihn mit Maus. Ja, ich bewege auch die ganze Zeit meinen Kopf, aber ich sehe trotzdem nichts anderes. Ach, was hast du da für eine Map? So. Kann nebenbei noch schön Radio hören. So. Holst du nette Ballenwagen? Nö. Ach, stimmt, ich lade sie, genau. Na gut, ich lade die. Hab ich einen vergessen? Nur die Grasfelder wickeln. Ja, das hier halt, ne? Was ist das nächste? Weiß ich nicht. Wir haben noch ein neues Feld. Ja, ich hab's gesehen. Hätte ich, ja. Die U51. Die hat auch ein Problem. Hä? Die hat ein Problem. Was? Die 51. Ist den Sound so schlimm vom Fan? Es geht. Okay, die 51 ist Gras. Weicht in die Richtung. Ist ja nett, aber er ist halt selten. Du trittst drauf und man hört halt einfach nicht viel. Ja. Deswegen war ich auch mit Gearbox. Hey. Ah, das war ja deine Heuaktion hier, ne? Ja, wir gucken manchmal auch unsere eigenen Videos, wenn wir Zeit dazu haben. Also ist nicht so, dass wir unser eigenes Zeug nicht gucken. Ich hasse es, wenn der Typ meine Videos guckt. Ja, ich hatte nichts zu tun, aber ich denke, ja. Aha. Dann hört er mein ganzes dumme Gebabbel. Mag ich nicht. Gut, das mit dem Motor, das, das ist diese so eine Sache. Jetzt. Zange ist dumm. Ich hab keiner gesagt, dass du sie holen sollst. Ich vertraue halt immer noch auf den guten alten Ballenspieß, ne? Ist das hier jetzt Heu oder Gras? Wenn die Zange funktionieren, dann. Okay, die funktioniert sogar. Hey, ich hänge fest. Lego Mio, ey, die funktioniert. Die funkt. Ey, ich geh kaputt. Geh mal in die Holland rein. Das ist Heu. Geh mal in der Nähe Holland rein. Hier, yeah, gute polnische Technik hier, Kowalatski. Hattest du die 51 gezettet? Ja. Wo liegen denn ein Grasball? Ein Heuball? Was? Liegt gerade alles. Das war ich gewinnt, da war ein Grasball, aber das Rest ist Heu. Ich glaube, das ist kaputt, oder? Da hinten ist noch ein Grasball. Guck. Drei Grasballen liegen hier.
Dann schmeiß mal her noch. Ja, weißt du warum? Weil die Presse noch, weil in der Presse noch was drin war vom anderen Feld. Leg die mal hier ab. Deswegen. Wickel doch, hier ist einfach ein komisches Ding. Hey. Sag mal, warum nimmt der das jetzt nicht? Och, ey. Schlimme mit dem Einparken hier. Boah, die Gabel ist Müll, ey. Könnte ich wieder ausrasten. Ich hab doch gesagt, hol dir die Orangen einfach. So ein Scheiß, die backen dann wieder raus, die. Hallo, mein Traktor steht schon fix und fertig auf. Nein, deinen Traktor können wir nicht nehmen. Warum? Ein Fendt. Muss es halt mit der Hand nehmen. Hast du das kleine Stück oben? Oh, jetzt zieht er aber eine Fahne hier. Ja, schlimmer wie mit Durchfall. Na komm, Junge. Ach Gott, es geht ja hoch bis da hinten. Haben wir nicht einen Traktor mit Rückfahreinrichtung? Nee, warum? Boah, nee. Nicht mal ein Mercedes, ey. Brauchen wir einen Traktor mit Rückfahreinrichtung? Ah, fuck. Das knackt immer wieder im Kreuz. Okay, da muss ich noch aufgeben. Kennt man. Müll? Das Stapeln hier erinnert mich gerade an was. An? Ja, auf dem Waschplatz einen Tank ausspritzen. So ein Edelstahl, so einen runden. Oh. Ein Stapler. Ich hab gerade hinten drauf die Ballen. Und dann laufe ich so mit dem Stapler, weil der zu mir nachherziehen halt. Lauf so. Der Orange oder der Rote? Der Rote. Lauf so. Komm drin an. Dreh mich rum. Und hat den Tank verloren. Ah, nee. Upsi. Oh, ja, den Tank hab ich verloren. Wo ist denn der hin? Hammer, wo ist der Tanki? Alter, hallo? Den hab ich verloren. Ja, mach nix. Also solange du die Ameise ja wieder mitbringst. Gibt's einen neuen Tank, ey. Ne, also die Tanks, die wir letztens aufgestellt haben, die verlierst du nicht so schnell. Das sind 6000er Lagertanks. Oh, was das denn für eine Aktion war. So schräg reingedreht, aufgestellt und dann mit dem Stapler. Ne, ich hör auf. War kriminell. Dann stehen halt einfach mal diese 6000 Liter, ne, Wein, die stehen dann halt auf vier dicken Gewindestäben, ne, wo ich mir so denk, so, Alter, hat da einer in Physik nicht aufgepasst? Mhm. Aber anscheinend funktioniert's. Na gut, wir haben so Tellerchen für unten drunter gekriegt, das ist ein bisschen größer als die Auflagefläche, aber ist trotzdem, ne, das ist ein riesen Tank. Plastikteller, ne? Nee, die sind aus Edelstahl. Mhm. Gibt's auch aus Plastik. Haha, die brechen gleich. Wie Apfelmaschine. Alles.
Gewindestäben. Da gibt es so Plättchen, die haben in der Mitte so eine Senkung, dass der Gewindestab da so reinrutscht. Das Minuten funktioniert auch nicht mehr. Also. Ist doch egal. Wieso? Egal, ist nicht mein Problem. Ich bin kein Tankkonstrukteur, ist mir auch wurscht. Solange einen Umfall oder Löcher in den Boden machen, mir das so ziemlich wurscht. Oh, was ist denn das hier? Tank muss nur das machen, was er soll. Zwar stehen bleiben. Was heißt alt wieder? Okay, 2000er ist schon alt. 1900. Na, also 98, die 90er waren nicht schlecht. 80er. Ah ja, die 80er. 80er auch. Generell. 80er. Gab viel, ja gut, es gab viel Grütze, aber... 80er waren geil. 80er, ja, das stimmt. Vor den 80er war scheiße. Ja, die Beatles wollte ich jetzt nicht hören. Das sind die 80er da... Ich glaube, das waren die 80er. Die 80er und die 2000er, die finde ich ganz gut. Im Major Tom, ne? Oder war das sogar noch früher? Major Tom? Ne, das war, ne, das 80er. War, glaube ich, das war so 80er. Das kann sein. Ja, das finde ich geil. Weil für früher ist der Musikstil zu, das ist, das wird, ne, das passt nicht. Alter, kennst du das Lied Zombie? Zombie oder so. Nett. 1994. Wenn ich es höre, bestimmt. Ja, sag, mach komm aus wegen Uhr. Ja, sagt dir das was? Ja, das sag mir was. Warte. Ja, das sag mir was. Das ist das dieses Lied, Alter. Zahnweh. Das, wenn das so einer nachgemacht hat, nennt man das gecovert, gell? Ja, warum? Ja, und der eine Mann da hat es gecovert. Und? Auf, ich glaube 2017 hat das gecovert. Ah, ja, doch. Das ist richtig geil. Und das Video dazu, oh, das ist... Kapital Bra. Genau, das ist das einzig wahre. Was ist denn das bitte schön für ein Name? Egal, wir stören das nicht dran. Ich hasse das. Ist nicht unsere Musikrichtung. Mm-mm. Das war voll geil. Also im alten Radio vom Malspur MF hat man nur 8 Sender speichern können. Schrott MF, ey. Nee, es ist ein neues drin. Jetzt kannst du das Radio kann sogar Freisprecheinrichtungen. Es gibt kein Mikrofon dafür. Hm. Das ist halt auch geil. Au. Das ist viel zu laut. Warte mal die Gewichte, die Dinger ab. Ich hab Bock drauf. So, das ist der letzte Ball für dieses Feld. Oh ja. Da hab ich jetzt noch Bock drauf, ohne Schutzfläche. Ja. Schön. Gibt's den Auspuff? Den kann man doch auf die Haube machen, ne? Ja, komm. Warum machen wir was in der Weg, wenn es auch eine andere Möglichkeit gibt? Weil ich nichts sehe. Ja, bei uns im Ackerschlipper hat sich mal ein Vogel reingesetzt, unten, in die Krümmung. Hast du dich also da reingesetzt? Also ich meine, der ist selber schuld, also. Ich kann ja nichts dafür, ne? Du Vogel, ja. Weiß ja genau, was für ein Vogel das war. Es muss irgendwas Farbiges gewesen sein, weil das Ding war kohlrabenschwarz. So. Da unten anscheinend ein Nest gebaut. Da war ein bisschen anderes Material noch dabei. Du startest, ne? Kommt nichts, ne? Weil im Winter ist es bei dem normal, dass er so ein bisschen schwarz oben raus macht am Anfang. Hm. Aber da kam einfach nichts. Ne? Und dann auf einmal tusch! An die Decke gebollert. Und so ein bisschen geäst und geblättert. Der Vogel hat überlebt.
Aber das war erstmal. Oh Gott! Damals war die Halle noch offen. Boah, das ist schon ewig her. Der muss frisch da gewesen. Ja doch, der war frisch da. Frisch gekommen. Massive Ferguson. Ja. 61,80. Das Eisenschwein. Trotting. Was? Mit dem hab ich meinen Führerschein gemacht. Müll. Abfuhr ist am Start. Das Schöne ist, du kannst mit dem Ding kannst du jeden TÜV-Prüfer so abfertigen. Oh, weil an dem, gerade an unserem, da ist nichts original, nichts normal. Der hatte Blinker rechts. So. Und dann sagst, ah ja, Abfahrtskontrolle, blinken bitte. Und dann sitzt er da oben drauf. Passiert nichts. Auf einmal klackt es im Getriebe, weil er links am Dynashift-Hebel rumzockelt. Ja, Leute, das war's von der Folge. Lang wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo lassen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.